Taurus League Hintergrund. Deutschland hat ein Problem, Ausrufezeichen. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Fühlt euch gedrückt, ich küsse euer Herz und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein. Mal wieder von Chrissy. Schon lange her, als wir uns das letzte Video von Chrissy reingezogen haben. Das Video heißt Taurus League Hintergrund. Deutschland hat ein Problem, Ausrufezeichen. Ich denke mal, ein Großteil von euch hat davon schon mitbekommen, dass ein Gespräch geleakt wurde von ein paar Leuten aus der Bundeswehr, die sehr hochgestellt waren. Also, ich glaube, direkt unterm Verteidigungsminister. Oder Außenminister, Verteidigungsminister, glaube ich. Und da geht es darum, diese Raketen quasi an Ukraine zu liefern, mit denen die dann eine riesen heftige Reichweite hätten und Russland eigentlich überall angreifen könnten. Und wie das vertuscht werden soll und wie quasi der Minister überzeugt werden soll. Ich habe mir die Leaks reingezogen und ich sag euch so, wie es ist. Das ist ein sehr brisantes Thema auf jeden Fall. Man muss sich dann natürlich immer auch fragen, warum ist das rausgekommen? Sollte das vielleicht rauskommen? I don't know, Digga. Soll hier vielleicht wirklich der dritte Weltkrieg provoziert werden? I don't know. Ich sag nur eins. Als ich das gehört habe, da habe ich mir direkt überlegt, wie kriege ich meine Familie aus dem Land? So, ich bin zum Glück safe hier in Mexiko, aber meine Familie nicht. Und falls irgendwas passieren sollte, habe eigentlich gedacht, dass dieses ganze Russland-Ukraine-Thema schon mehr oder weniger vorbei ist. Aber wenn das so weitergeht und wenn die wirklich jetzt darüber nachdenken, diese Raketen zu liefern und so, dann bin ich mir fast sicher, dass Putin das nicht mit sich machen lässt und dann, dass es dann losgeht so, weißt du? Und ich werde eins machen, aber nicht für dieses Land in den Krieg ziehen oder meine Familie sterben lassen. Deswegen müssen wir gucken, muss ich auf jeden Fall gucken, wie ich meine Familie aus dem Land rausbekomme, Digga. Sag ich euch so, wie es ist. Nur auf sicherheitshalber, die nächsten 5 bis 10 Jahre, sage ich euch ehrlich, also ich persönlich würde mich jetzt gerade nicht mehr safe fühlen in dem Land. So. Vor allen Dingen nicht mit der Regierung. Das ist meine persönliche Meinung. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Wir gehen rein in den Peter, let's go. Ist es möglich, dass das mit den Taurus-Leaks alles nur präzise geplant war? Ich habe eine wirklich heftige Vermutung und das könnte das Ganze auf den Kopf stellen. Also schaut auf jeden Fall das Video im Ganzen an. Es heißt, machen wir. Deutschland wurde jetzt erwischt, die Bundeswehr, da kocht die Kritik nur so über. Deutschland hat ein Problem. Brigadegeneral Frank Gräfe, Generalleutnant Ingo Gerhards sowie der Oberstleutnant Fenske und Florstedt diskutierten offensichtlich Oberstleutnant Namann über eine ja leicht abhörbare Plattform und zwar Webex bei einem virtuellen Meeting über Details zu potenziellen Taurus-Lieferungen an die Ukraine und auch Angriffe gegenüber Russland. Man fragt sich, warum haben sie das nicht einfach persönlich gemacht? Warum haben sie sich nicht getroffen? Warum haben Digga, das ist auch krass, wie die darüber reden in den Leaks so. Wie die darüber reden, ist so heftig, wie die dann noch sagen, ja, wir müssen dann das Deutschland-Abzeichen noch von den Raketen runterbekommen und das über die und die Firma laufen lassen, damit man nicht nachvollziehen kann, dass das direkt von der Bundeswehr kommt und so. Voll krass, Digga. So gerade gemacht. Dabei wurden sie offensichtlich von russischen Geheimdiensten abgehört, die einen Mitschnitt von 38 Minuten darüber gemacht haben und diesen dann über den russischen Staatssender Russia Today publiziert. Das gab dann Ärger. Erst hieß es, naja, vielleicht ist es nur Propaganda. Jetzt wurde es bestätigt, dass das tatsächlich hier abgehört wurde. Auch die Rechtfertigung von diesem Außenminister ist auch crazy, Dicker. Das ist so, das ist wie das. Also, wie gesagt, als ich mir das reingezogen habe, habe ich mir gedacht, Bro. Meine große Vermutung hier bei Germany it out, man. Ist, was wäre, wenn die Bundeswehrsicherheit nicht absolut inkompatibel ist, sondern das genauso geplant wurde, wie es jetzt veröffentlicht wurde? Okay. Das ist jetzt Schwurbelei, meine lieben Freunde. Ja? Jetzt ab dem Punkt müssen die Aluhüte fest auf dem Kopf sitzen. Aber dafür schätze ich eine Chrissy auch. Die macht ja auch immer wieder Talks mit Ernst Wolf und so. Die Chrissy ist auch nicht so eine, die sich auch von dieser AfD-Propaganda um die Finger hat wickeln lassen und so. Die ist schon eine, die guckt nochmal hinten dran, was hinten dran passiert. Weißt du, wie ich meine? Feier ich. Das wäre natürlich richtig heftig. Und warum überhaupt? Meiner Meinung nach, um vielleicht die Reaktion der Menschen zu testen. Du hast gemerkt, von Anfang an, da wurde darüber debattiert und diskutiert, ob überhaupt Helme geliefert werden sollen. Das heißt, ein Schritt, der jetzt wie eine kleine Lappalie aussieht. Aber inzwischen geht es darum, dass selbst Truppen mitgeliefert werden oder beteiligt sind am Kriegsgeschehen. Und sind die Menschen schon dazu bereit oder nicht?
Und dieser Leak siehst du ja, dass die Gemüter am Überkochen sind. Aber weshalb? Und das ist jetzt der große Faktor. Denn die sagt quasi, dass so extra geleakt wurden, um zu sehen, wie die Bevölkerung darauf reagiert. Mainstream ist es so, dass die russische Spionage... Aber das wäre natürlich ein bisschen riskant auch so, weißt du, wie ich meine, jetzt Russland gegenüber so. Jetzt nur, um zu gucken, was deine eigene Bevölkerung dazu sagt. Und damit Russland so krass zu provozieren, ist ja schon eine Sache, so weiß ich nicht, ob das so viel Sinn macht. Deutlich schwerer wiegt als eigentlich die Angriffsplanung von hochrangiger deutscher Offiziere gegenüber Russland. Eigentlich müsste das doch das höchste aller Dinge sein. Denn offiziell hat ja der Bundeskanzler erst gesagt, nein, 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 Taurus-Raketen werden definitiv nicht geliefert. Jetzt inzwischen, hinterm Rücken, heißt es, hat der Bundeskanzler vielleicht irgendetwas verheimlicht, dass es doch möglich ist, Ukraine auszubilden und das zu liefern. Und das wäre ja doch gar nicht so schlimm. Kritik gibt es grundsätzlich ganz, ganz viel. Auf der einen Seite heißt es im Mainstream, ist die Regierung auf die Offiziere sauer, denn die haben was falsch gemacht. Warum haben sie sich so unsicher über derartige brisante Themen denn unterhalten? Und ist die Bundeswehrsicherheit überhaupt gewährleistet? Das ist sozusagen das Große. Mann, das Krasse für mich persönlich ist, wie die miteinander geredet haben, wie die Politiker beeinflussen können, damit die diese Dinger trotzdem liefern und so. Hinter dem Rücken dieser Politiker, weißt du, was ich meine? Also wie die über den Typen geredet haben, über den Verteidigungsminister und so. Und wie die gesagt haben, wie die dem schmackhaft machen müssen und so, dass der davon überzeugt ist. Also das fand ich jetzt persönlich krass. Und dazu hat der Verteidigungsminister in seinem Statement auch nichts gesagt, Digga. Der ist auch nur darauf eingegangen, ja, die Leaks, die sind rausgekommen, weil der eine von den Leutnant, bla bla bla, von diesen Jungs innen, die da miteinander gequatscht haben, war irgendwo in Korea und da war irgendwie gerade so internationales bla bla und da war angeblich eine große russische Abhöraktion am Start und das wurde zufällig eigentlich nur mit abgehört und ja, so, weißt du, aber dass die mal darauf eingehen, was die Jungs da besprochen haben, da geht keiner drauf ein, das ist schon krass. Problem und der Ampel wirft man Versagen hier vor, weil sie eben die Sicherheit nicht beachtet haben. Aber nicht, weil sie einen Angriff planen, wo ich sagen würde, das überwiegt doch definitiv dieses mysteriöse Treffen dieser deutschen Offiziere. Was es auch noch als Kritik gibt, denn veröffentlicht wurde, die Cybersicherheit der Bundeswehr wird von einer Transperson geleitet. Das ist jetzt auch so ein Artikel. Was? Von einer Transperson? Durch die sozialen Medien geht. Was sagt er? Wie jetzt? Gibt, denn veröffentlicht wurde, die Cybersicherheit der Bundeswehr wird von einer Transperson geleitet. Das ist jetzt auch so ein Artikel, der durch die sozialen Medien geht. Das und das soll jetzt, das wie jetzt, Digga? Was hat das jetzt damit zu tun? Also was, wen juckt das jetzt, ob die trans ist oder der trans ist oder was auch immer, Bro? Weißt du, was ich meine? Prinzipiell war der Inhalt dieses Gesprächs, neben der Lieferung der Taurus-Raketensysteme an Russland, sprachen eben die deutschen Offiziere auch über eine mögliche Sprengung der Krimbrücke, welche die Halbinsel mit dem russischen Festland verbindet. Demnach müssten die ukrainischen Truppen eine insgesamt 7-wöchige Ausbildung durch die Bundeswehr durchlaufen und bei der ersten Mission durch die deutschen Spezialisten unterstützt werden. Aber schon krass, dass es jetzt auch Transformers in der Bundeswehr gibt, Bro. Crazy. Dabei diskutierten sie auch darüber, ob dies nicht möglicherweise zu einer direkten Beteiligung von Deutschland an dem Krieg führen würde. Ebenso geben sie zu, dass die Amerikaner in der Ukraine verdeckt vor Ort operieren würden. Das heißt, es wurde sehr viel komischerweise zugegeben, was vorher ja nur eine Theorie war. Und zwar einerseits, Scholz verplappert sich, dass die Briten und die Franzosen ja schon vor Ort tätig sind mit ihren Truppen. Jetzt heißt es hier, dass die Offiziere sich verplappern, dass die Amerikaner schon vor Ort ihr Unwesen treiben. Wir hier auf diesem Kanal haben das schon sehr lange rausbekommen und darüber gesprochen, was ewig als Theorie galt. Und wie gesagt, was meine Vermutung ist, dass das jetzt so thematisiert wird, dass die Kriegsbeteiligung eben nicht thematisiert wird, sondern eher die Cybersicherheit, das zeigt doch... Ich habe das Gefühl, dass auf jeden Fall alles dafür getan wird, damit damit der dritte Weltkrieg ausbricht. So. Alles wird dafür getan, damit die Kriege weitergehen, schlimmer werden und nichts wirkt auf irgendeine Art und Weise deeskalierend, im Gegenteil.
Alles wirkt eskalierend, egal in welchen Konflikt man gerade reingeht, so, weißt du? Deswegen, also ich bin fast sicher, ich bin mir fast sicher, Bro, dass wir leider in die Richtung tendieren gerade. Einerseits natürlich, dass die Menschen wieder sensibilisiert und manipuliert werden und andererseits, dass es hier keinen riesengroßen Aufschrei gibt. Das heißt, die Menschen sind so weit sensibilisiert, dass es jetzt möglich ist. Das ist krass, man, heutzutage wundert niemanden nichts mehr. Weißt du, was ich meine? Ich schwöre dir, seit Corona, meiner Meinung nach, sind so viele verschiedene Sachen passiert, die in sich, also einzeln gesehen, so krass sind und wo man eigentlich schon, weiß ich nicht, auf die Straße gehen müsste, als 90% der Bevölkerung durchdrehen und sagen, nein, das geht nicht, da machen wir nicht mit, so. Und es ist immer krasser geworden, dass heutzutage, wenn irgendwelche heftigen Sachen rauskommen, ja, das wundert mich jetzt auch nicht mehr. Die Leute juckt es nicht mehr. Ja, okay. Nächstes krasses Ding. Okay, Genozid, ja, okay. Das wundert mich jetzt auch nicht. Also, wir wurden mit so viel Scheiße beeinflusst, dass die meisten Leute zu Hause sitzen und sich von nichts, es juckt, die juckt eigentlich gar nichts mehr. Dass tatsächlich die Bundeswehr hier mit beteiligt werden kann, ohne dass es einen Aufschrei gibt. Und das ist doch wirklich, wirklich heftig. Corona-Aufarbeitung, Digga, dass wir uns 8-mal impfen lassen haben, unnötig, ohne Grund eigentlich. Die Impfung hat nichts gebracht, hat Menschen getötet, hat Nebenwirkungen verursacht, so. Ja, juckt doch nicht mehr. Juckt niemanden. Mann, wie kann man so eine, wie kann man, warum sind wir so eine Gesellschaft? Juckt einfach nichts mehr, niemanden nichts mehr, so. Denn das sollte uns jetzt wirklich zu denken geben. Soll Deutschland jetzt wirklich am Krieg beteiligt werden oder nicht? Das ist natürlich die große Frage. Aber was ich noch viel heftiger finde, ist das Szenario, dass die Menschen einfach nichts dagegen tun würden. Es wäre vollkommen Facts. in Ordnung. Und jetzt überlege doch einmal, wenn Deutschland jetzt am Krieg beteiligt werden würde, was das für fatale Konsequenzen für das Volk hätte. Worüber man überhaupt nicht denkt, denn die meisten sind überhaupt nicht fähig, weiterzudenken und sich überhaupt eine eigene Meinung zu machen. Man diskutiert und debattiert jetzt. Mann, Digga, das habe ich schon damals, wo die angefangen haben, über diese Helm-Thematik zu diskutieren oder dass irgendwelche Leute dann quasi gefordert haben, dass wir Waffen liefern in die Ukraine und so, ne? Dass das so krass verbreitet war und so. Da habe ich mir schon gedacht, ihr seid so krass unterwegs, ich schwör's dir. Deutschland ist so krass unterwegs. Wie konnten die so schnell vergessen? Wir wollten eigentlich mal ein Land sein, was nie wieder irgendwo sich irgendwo an irgendeinem Krieg beteiligt, sondern ein Friedensland, was eher dafür sorgt, dass keine Kriege entstehen oder ja, versucht zu schlichten oder irgendwie. Ja, zu vermitteln und so, weißt du, was ich meine? Und dann sind wir so schnell wieder zu einem kriegstreiberischen Land geworden, innerhalb von ein paar Jahrzehnten, Digga. Das ist so heftig, das ist so krass. Wie kann man nicht daraus lernen? Ich schwöre dir. Gerade wir, weißt du so? Cybersicherheit. Und dann? Okay, wir sind jetzt beteiligt am Krieg. Ist das jetzt gut oder schlecht? Warte mal, was schreiben die Medien? Ah ja, ist okay. Naja, dann finde ich das wohl auch okay. So, genau so läuft es. Wirklich? Ist das tatsächlich in dieser Situation, in der wir gelandet sind? Scheinbar. Schreibe mir gerne in die Kommentare, wie du das siehst, und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye. Ich küsse dein Herz, Chrissy. Ja, was soll ich dazu noch sagen, meine lieben Freunde? So, also, keine Ahnung, ihr könnt ja mal eure Gedanken dazu unten in die Kommentare reinschreiben. Also, ich kann diese ganze Politik-Scheiße und so, ich kann damit gar nicht mehr relaten. So. Also, die entscheiden da Sachen und Dinge, die nichts damit zu tun haben, was ich persönlich, also, ich fühle mich null vertreten. Null vertreten. Deswegen, also Politik, Glaube in die Politik in Deutschland habe ich sowieso schon 100% aufgegeben. Dass die nochmal irgendwann vernünftige Entscheidungen treffen, die gut sind fürs Volk, daran glaube ich nicht mehr. Ich glaube da nicht mehr dran. Ich habe mir gesagt, ist egal, ich gehe in die Selbstverantwortung rein, ich gehe nach Mexiko und kümmere mich um mein eigenes Leben. So. So, das ist das, was ich daraus gefolgert habe quasi. Und deswegen, ja, keine Ahnung, Alter. Schreibt, was ihr denkt, unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Peace out.